Ja, mir geht es sehr, sehr gut. Gerade eben eine schöne Wurfeinheit auf dem Gras absolviert. Es ist eine sehr lange Saison. Das heißt, jetzt Hervorsagen in Richtung WM zu machen, wäre definitiv zu zeitig. Aber der Aufbau für die neue Saison läuft echt gut, echt flüssig, technisch. Gefällt es mir ziemlich gut. Am 18. Mai in Shanghai, Diamond League, wird es losgehen. Dann nehme ich noch einen Wettkampf in Nanjing, World Challenge mit. Und dann geht es zurück nach Europa. Ein paar Wettkämpfe sogar in Deutschland mit. Ich glaube, Schönebeck, Offenburg sind die ersten in Deutschland. Es sind ziemlich viele Wettkämpfe bis hin zu den deutschen Meisterschaften. 2019 WM-Jahr mit WMs habe ich eine Rechnung definitiv offen. Und dann ist der Blick aber auch schon wieder nach Tokio gerichtet. Das heißt, diese Saison wird eine gesunde Balance sein. Man muss viel auf seinen Körper hören. Einfach, dass wir in Richtung Tokio 2020 auch keine Fehler machen. Weitenziele gibt es bei mir nicht. Das haben wir über die letzten Jahre alle kennengelernt. Das wird auch weiterhin so bleiben. Ich liebe den Wettkampf. Und da strebe ich immer wieder ein Podium an. Das ist ganz klar, man will immer gewinnen. Also wenn man einmal Olympiasieger ist, da kann ich als Sportler ganz offen und ehrlich sprechen, möchte man am liebsten jeden Wettkampf gewinnen, ist aber auch realistisch genug, um eins schätzen zu können, dass manche Wettkämpfe auch wirklich nur ein sehr intensives Training darstellen und dann ist der Anspruch von außen vielleicht gegeben, immer zu gewinnen. Für mich persönlich ist dann jeder Podiumsplatz oder jede gute Distanz auch sehr zufriedenstellend. Das deutsche Speerwurf steht für was? Steht für Performance, steht für spannende Wettkämpfe. Wir sind nicht unschlagbar, das betonen wir immer wieder. Man darf nicht vergessen, dass da draußen welche sind. Wir haben es gesehen, schlagbar gewesen gegen Estland, gegen die Tschechien. Da sind immer wieder welche, die es uns natürlich schwer machen. Und auch in dieser Saison habe ich persönlich noch gar kein Gefühl, wie die Gegner drauf sind, die Internationalen. Ja, man darf nie aufhören, im Sport zu träumen. Ich nehme gerne wieder den 100-Meter-Wurf jetzt mal in den Mund. Das sind Traumdistanzen, das sind Traumgeschichten. Die kann man aber definitiv nicht planen. Man kann jeden Tag dafür trainieren. Und mein persönliches Goal ist es wirklich, in Tokio 2020 nochmal mit einer Medaille nach Hause zu fahren.